Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Santiagos Adventskalender. Ich bin Michael Tietz, Schauspieler und Synchronsprecher. Unter anderem bekannt als die Stimme von Professor Sturges in der Serie Young Sheldon. Heute ist der 6. Dezember, Nikolaus. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem heutigen Türchen. Habt eine friedvolle Weihnachtszeit. Euer Michael Tietz. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Interview in der Reihe Die Abenteuer der kleinen Hexe Juna. Diesmal mit dem Sprecher von Gottfried Naseweis, Michael Tietz. Hallo Michael. Ja, hallo. Ich bin jetzt auf Irrwegen aus einem Studio vom Westend in die Schönhauser Allee gekommen zu Marcel und Gary und bin jetzt gespannt auf die Fragen, die mir gestellt werden zu meiner Rolle. Die erste Frage. Wie bist du zur Rolle Gottfried Naseweis gekommen? Ja, das könnte der Marcel vielleicht besser beantworten als ich. Ich nehme an, dass man mich gehört hat irgendwo als Nilix vielleicht oder in irgendeiner anderen Rolle als Zuländer oder als weiß der Himmel was. Irgendwas wird schon gewesen sein, nicht? Dass er auf mich aufmerksam wurde. Wie beschreibst du die Rolle, Gottfried Naseweis? Naja, die Rolle entspricht natürlich meinem Alter. Ich könnte ja wirklich Großvater sein. Ich habe zwar eine Tochter, aber keine Kinder, keine Enkelkinder. Aber um mich herum sind lauter Enkelkinder bei meinen Freunden und Freundinnen. Und darum macht mir das natürlich Spaß. Und ich habe ja auch genau das Alter, dass ich auch im Synchron jetzt diese Rollen spreche. Und das macht einfach Spaß auch, ja. Was magst du an der Rolle? Ja, an der Rolle mag ich das Einfühlungsvermögen von eben uns älteren Leuten, die so auf ein Leben zurückgucken können und dann mit einer gewissen Lebensweisheit auf das Umfeld reagieren. Das mag ich überhaupt und das mag ich im normalen Leben und das mag ich auch, wenn das im Rollenbild so gezeigt wird, ist das natürlich sehr schön. Was würdest du an der Rolle ändern bzw. ändern lassen? Gar nichts, überhaupt nichts, weil ich lasse mich da ein, weil es sind alles verschiedene. Es gibt sicherlich milliardenfache Opas mit irgendwelchen Eigenschaften oder mit Eigenarten und das ist eine davon und das nehme ich so an, wie es ist. Wie findest du das Hörspiel Die Abenteuer der kleinen Hexe Juna? Ich habe noch, muss sagen, ganz ehrlich sagen, ich habe das ganze Hörspiel noch nicht hören können, ne? Ich habe es noch nicht hören können. Ich habe mich auf meinen Part konzentriert und ich nehme an, ich vertraue den Jungs hier, mit denen ich hier in der Wohnung bin und hoffe, dass sie eine gute Sache gemacht haben. Sonst wäre ich nicht hier. Hast du noch eine Sprecherrolle als Wunsch, die du gerne mal sprechen würdest? Also das habe ich überhaupt nicht. Also das kann ich. Mir ist jede, alles, was auf mich zukommt, ist für mich besonders, weil es ist ja selten etwas, was mit mir zu tun hat. Und das ist das Schöne. Ich muss mich immer in andere Leute hineinversetzen. Die eigenartigsten Sachen. Neulich habe ich in einem Mittelalter-Serie einen Arzt gespielt, der dem König dabei helfen musste, mit seiner Frau ein Kind zu zeugen. Und dann wurde der mit einem Seilzug über die Frau gehievt und ich musste dann dabei sein, wie das geht. Oder ich bin ein andermal, weiß ich, die verrücktesten Sachen, die einem da passieren im Synchrongeschäft. Und da gibt es keine Lieblingsrolle. Für mich ist jede Rolle ist irgendwie, ja, ich weiß, dass die Leute mich ausgesucht haben. Schon mal, so geht's schon mal los, dass sie sagen, das kann der Tietz. Und dann muss ich die überzeugen, dass sie mich richtig ausgesucht haben.
besetzt haben, in dem Fall. Wen sprichst du noch so? Oh, eine ganze Menge. Also ich weiß, es ist so komisch, weil ich habe in dieser Datei, die es da gibt, die Synchrondatei, da wundere ich mich manchmal, was ich alles gesprochen habe, weil ich gehe immer in die Studios und mache das. Und also das Letzte, was mir so einfällt, ist, habe ich gesprochen, den 6 Stunden lang war das für Lost Tapes of Marilyn Monroe. Gibt es eine neue Dokumentation, das war ganz interessant. Dann habe ich zum Beispiel das neueste Computerspiel von Harry Potter, das waren auch 6 Stunden, gesprochen. Ja, und ansonsten Serien rauf und runter. Also werden sich jemand für mich interessiert, was ich gemacht habe, sollte er in der Synchrondatei nachschauen. Die wissen es besser als ich. Kannst du uns eine Kostprobe geben von deinen bekanntesten Rollen? Ja, das ist auch immer so schwierig. Da müsste man so den längsten, den ich gesprochen habe, ist wie gesagt den Neelix. Oder ja, also ich weiß nicht, ich müsste einen Text haben dafür. Auch da gibt es ja Stimmproben, nicht? Ich bin bei, also wenn man mich hören will, einige Sachen sind in das. Ich bin zu buchen in der Synchronstar-App und da sind Stimmproben von mir zu hören. Das ist vielleicht besser als jetzt hier zu kaspern. Welche Rolle oder sowas. Aber sag doch einfach mal, ich schneide das so zurecht. Sag doch einfach mal kurz, hallo, ich bin Neelix und freue mich hier zu sein. Einfach nur so eine Stimme. Na, hallo, ich bin Neelix und ich freue mich hier zu sein. Bei den beiden. Hast du dich schon mal mit dem Thema Zauber oder Hexen auseinandergesetzt? Immer. Unentwegt. Aber einiges kommt einem ja wirklich wie vor im täglichen Leben, wo man denkt, das kann nur mit Zauberei zu tun haben. Also das gibt's ja Sachen, die man mit dem menschlichen Verstand, mit der Logik kaum erklären kann. Insofern ist Zauberei in meiner Fantasie von Kindesbeinen an, hat meine Kreativität in meinem Kopf von dem Michael damals, wenn ich daran denke, dauernd Purzelbäume geschlagen und ich habe an alles geglaubt, was es nur gibt. Ich kann mich an viele Sachen erinnern, wenn ich zum ersten Mal an unserem Rummelplatz an der Nordsee war und da waren so Zauberbuden und dann bin ich nach Hause gekommen und habe meinen Eltern erzählt, was ich gesehen habe und dann haben die mir immer gesagt, Michael, das ist doch nicht wahr. Doch, doch, das ist wahr, das habe ich gesehen, das ist passiert. Und dann habe ich richtig geweint, wenn sie mir ausreden wollten, dass das nicht stimmte. Freust du dich schon auf den nächsten Teil? Natürlich, ich hoffe, der wird gut. So, danke, dass du da warst. Ich danke für das Interview. Möchtest du noch ein paar Worte in die Kamera sagen, was du noch nie in eine Kamera gesagt hast? Dann ist jetzt deine Chance. Jetzt meine Chance. Ich bin jetzt 78 Jahre alt und bin noch voll im Job und im Beruf und ich hoffe, dass ich noch sehr viele Hörspiele, sehr viele Hörbücher und sehr viel synchronisieren darf in meinem ganzen Leben. Dass meine Tochter gesund bleibt und dass wir noch viel Freude haben, zusammen mit meinen Freunden, mit den Leuten, mit denen ich arbeite, viel Freude im Leben habe und dass dieses Corona endlich mal vorbei ist. Zaubern wir! Danke, Michael!